Hallo zum Beach House Talk. Ich habe heute eine ganz besondere Ehre und Freude. Ein jahrelanger Freund und Wegbegleiter, auch geschäftlich. Ralf Boos ist bei Ulla und mir heute im Beach House Talk. Der wird uns erzählen, eine kleine kulinarische Exkursion machen. Und er sagt uns vor allem auch, warum man sich ohne Alkohol betrinken kann. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber nee, wir das versuchen geht nicht, das gleich aber mal. Es kann schmecken. Na, es kann schmecken, gut. Herzlich willkommen, lieber Ralf Boos von Boos Food. Das ist eine Delikatessenfirma. Also wenn ich etwas Besonderes brauche, dann bestelle ich bei dir. Ja, das ist soweit richtig. Wenn du was Besonderes brauchst, machen wir das. Aber auch wenn du was Normales brauchst, was besser ist als woanders, dann kriegst du das auch. Dann ist das für mich schon was Besonderes. Ja, aber das ist eigentlich, was wir leben, die kennen uns alle wegen Gänseleber und Austern und Trüffel und Kaviar. Aber unser Geld verdienen wir mit ganz normalen Sachen, mit Gewürzen, Nudeln, Reis und so. Aber eben immer in der Qualität, die, sag ich mal, über dem Supermarkt drüber hinweg ist und die man eigentlich immer sucht und nirgendwo findet. Ne? Das ist eine tolle Sache, weil ich mich schon immer gefragt habe, wenn ich eine Packung Nudeln aus dem Supermarkt kaufe, so eine ganz stinknormale, so ein Mittelpreissegment oder sowas, gibt es da tatsächlich qualitative Unterschiede? Ja, im Rohstoff auf jeden Fall, weil die meisten preiswerten Nudeln, die holen ja ihre Getreide nicht aus Europa oder gar aus Italien, sondern die kommen dann eben aus der Ukraine oder aus Kanada oder aus irgend sowas. Und die sind ja auch im Anbau nicht so pfleglich und so, wie man es, sag ich mal, in einem bäuerlichen Betrieb in Europa machen würde. Und die hochwertigen Nudeln, die nehmen eben die italienische Hartweizen, Also wenn da italienisches Hartweizengrieß draufsteht, dann weiß ich auch, dass es aus Italien kommt. Dann sollte es aus Italien sein. Ich sag mal, man merkt das schon zu Hause, wie eine Nudel gemacht wird. Weil man kann, wie bei fast allen Sachen, man kann innerhalb von 20 Minuten den Teig durch die Matrize pressen und trocknen und schnell und verpacken. Oder man macht das so, wie die Oma damals, die 24 Stunden die Nudeln trocknen gelassen hat, bevor sie verpackt wurden, in Ruhe und so. Und das merkt man schon bei teuren Nudeln, wird schon auf dem Teller ein anderes Erlebnis als die Billignudeln aus dem Discounter. Das berühmte Mundgefühl sozusagen. Ja, auch Geschmack ist geschmacklich. Und so. Geschmacklich darf ich mal ganz kurz was hierzu sagen. Bitte darum, was bitte. Trinken wir lieber rein? Was also ist es, wo kommt es her, warum trinken wir es? Der Unterschied zwischen einem Trend und einem Megatrend ist ja, dass der Trend immer vorbeigeht. Ein Megatrend geht nie mehr vorbei. Und was trinken wir? Ein Megatrend? Das ist ein Megatrend. Weil wir haben 40 Jahre lang gebraucht, um aus alkoholfreiem Bier ein Getränk zu machen. Heute ist ein alkoholfreies Bier trinkbar wie jedes andere Stimmt. Bier. Ja. Und beim Wein hat es noch viel, viel länger gedauert. Es hat ewig gedauert, bis man alkoholfreie Weine trinken konnte. Und jetzt wird es im Augenblick, man findet fast jeden Monat oder alle paar Wochen einen neuen Winzer, der einen Weg gefunden hat. Geiger ist jetzt kein Wein, sondern das ist eigentlich ein Sekt. Mhm. Der ist auch nicht aus Trauben, sondern aus Birnen. Ich habe ja schon heimlich probiert und das ist ganz besonders, aber ich finde es besonders lecker auch. Das ist wirklich, schade, dass es kein Geruchs-TV gibt. Das hätte ich mal im Sommer gebrauchen können. Und das ist super. Und das ist nicht süß, weißt du, was die meisten ersetzen den Alkohol durch Zucker. Genau. Super. Und dann hast du eigentlich einen Fruchtsaft, der nicht schmeckt. Und was die gemacht haben, die machen da so einen Wein und entalkoholisieren den. Und wenn du Weine entalkoholisierst, muss der Wein vorher viel, viel stärker und viel kräftiger sein, weil durch den Entzug des Alkohols nimmst du ihm unheimlich viel weg. Geschmack einfach, ne? Ja. Auch, ja. Und wenn du das richtig drauf hast, wie die großen Leute, also hier Geiger ist einer von den ganz großen. Wer ist das? Wo sitzt er? Erzähl mal. Also in der Pfalz, das ist eigentlich ein Obstbauer und der hat, komischerweise heißt diese Frucht, die der da benutzt hat, heißt Champagner-Bratbirne, also die Frucht heißt so. Und früher stand Champagner immer drauf, Champagner. Die heißt so, weil er das hier macht? Oder nee, die heißt unabhängig heißt davon? So. Die hieß Wahnsinn. Immer so. Wenn du auf der Rückseite guckst, da steht noch als erstes Wort ganz klein Champagnerbraten. Ja. Und früher stand es auch vorne auf dem Etikett groß. Die Königin der Alkoholfreien. Und dann ist die Champagne gekommen. Die haben also ein Weltmonopol auf Schaumwein mit dem Wort Champagner und hat den Namen Herrn Geiger verklagt. Und jetzt darf er noch C-Bratbirne drauf. Aber eine schöne PR für ihn, oder? Wenn einen die Champagne verklagt. Darf noch nicht mal Champagner-Bratbirne sagen? Nee, darf man nicht. Nee, C-Brat. Also nicht auf dem Etikett. Ne? Auf dem Etikett. Das ist ja krass. Also in den alten Flaschen von vor zwei Jahren, drei Jahren stand noch Champagner-Bratbirne drauf. Und er ist auch ein bisschen traurig darüber, weil also das natürlich auch, ich sag jetzt mal so ein, es gibt dem Ganzen einen Anreiz, weil dieses Zeug, und das darf man jetzt, muss man auch wissen,
die Herstellung davon ist viel, viel teurer als die von einem Birnensaft oder irgend so. Was kostet denn so eine Flasche? Also so viel wie Champagner. Also du bist oh, also jetzt nicht wie der teuerste Champagner, aber du kannst ja Champagner auch schon für 17 oder 20 Euro kaufen. Ja, ja, klar. Also in diesem Niveau hält sich das auch auf. Aber es ist auch jetzt unfair zu sagen, alkoholfreier Wein oder alkoholfreier Sekt muss billiger sein als alkoholischer Sekt, weil Alkohol kostet gar nichts. Nö. Also aber das Entalkoholisieren, das ist teuer und das ist aufwendig und das ist anstrengend. Deswegen kostet aber der schmeckt toll. Ja, ich finde auch. Man merkt überhaupt nicht, dass da kein Alkohol drin ist. Wunderbar. Dass da gar kein Bums drin ist. Ne? Ich sitze hier so umringt von solchen Sachen und ich möchte jetzt endlich mal loslegen. Hier steht drauf, Imperial-Auslese Kaviar. Was ist das? Also, was ist eine Imperial-Auslese und warum kennst du dich mit Kaviar aus? Okay, aber ich habe vor 30 Jahren angefangen, Kaviar zu handeln. Und damals war Kaviar noch eine aus Russland und Iran aus kommende Sache, die man eigentlich auch nur da bekam. Also es gab kaum andere Meere, die Störe in sich hatten. Jetzt muss ich mal eben dein Messer vergewaltigen. Ja, kannst du auch. Wir haben auch irgendwo einen Löffel, damit gehst du meistens besser. Oder hast du schon? Ja. Oh, du kennst dich aus. alter Kaviar ist er. Und wie gesagt, seit 30 Jahren handle ich Kaviar. Und das ist jetzt der zurzeit beste der Welt, sag ich jetzt mal. Weil, das machen wir jetzt mal eben, können wir direkt auch beweisen. Ja, beweis mir das. Gerne. Ich zeig euch jetzt mal den professionellen Kaviar-Test. Bitte. Profis Kaviar. Okay. Das erste ist der Glanz. Ihr seht das wie 1000 kleine Diamanten. Guck mal, ich zeige es mal ein bisschen näher. Der Spiegel sieht aus wie 1000 kleine Diamanten. Der sieht nicht marmeladig oder suppig aus. Ja. 1000 kleine Diamanten. Ja, wenn du eine Dose aufmachst und die funkelt dir so entgegen, dann weißt du schon, okay, das verspricht viel. Ja, ich gehe da mal nach Hause. Ne? Dann haben wir hier eine Perlengröße von über 2 mm. Das ist für die Haptik ganz schön. Mhm. Ja, wenn die ganz kleinen Perlen sind nicht so schön und die ganz großen, da gibt es Knurzen dann auch schon. Und ne? So. Ja. Aber und jetzt, pass auf, jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr müsst jetzt an eurer Hand riechen. Und dieser Geruch, das ist ja manchmal, riecht es nach Handcreme oder nach irgendwas, den müsst ihr euch merken, diesen Geruch. Und jetzt müsst ihr, ihr habt euren eigenen Kaviarlöffel, jetzt müsst ihr da so eine Nocke Kaviar rausstechen aus der Dose und wie beim Schnupftabak so auf die Hand drauflegen. Okay, danke schön. Brauchst nicht vorsichtig sein. Wir werden die Dose heute kaum leer kriegen. Och, da wäre ich mir nicht so sicher. Und so, okay. Diese Nackenung, so, jetzt kommt der nächste Schritt. Und das ist jetzt schon gekleckert. Das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich muss jetzt reden und vorführen gleich. Das schaffst du, Mund. Also man legt ihn auf die Zunge und drückt dann mit der Zunge gegen den Gaumen. Und jetzt muss Folgendes passieren. Man muss merken, dass es Perlen sind. Ja. Also man muss diese Textur merken, aber die müssen ohne Druck zerplatzen. Wollen wir? Also nur so ein bisschen mit der Zunge gegenstippen. Mhm. Mhm, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und jetzt... Jetzt erdig. Ja, es ist so richtig, es ist eigentlich so wie nach Meer, also als wenn man jetzt noch einen Löffel nehmen möchte, hat so einen Nachgreifreflex. So war mir gerade, ja. Durchaus, darf ich? Genau, und jetzt nochmal an der Hand riechen. Wenn die Hand jetzt anders riecht als vorher, riecht nicht anders. Achso. Riecht nicht anders. Nee. Genau. Wenn die jetzt manchmal... Nichts jetzt, Fischiges oder so, genau, gar nichts. Das ist eben der springende Punkt, dass wenn man jetzt einen Geruch nach Kaviar, also nach Fischeier oder sowas hätte, dann hat der seinen Zenit überschritten und dann sollte man den auch wirklich nicht mehr essen. Ich habe das natürlich nicht vorher gesagt, weil ich weiß, dass der tipptopp ist und ich da überhaupt gar keine Probleme habe. Jetzt haben wir im Augenblick einen Kaviar mit einer mittleren Intensität. Das heißt also, es gibt Kaviar, die sind würziger und es gibt Kaviar, die sind milder. Okay. Mittlere Intensität ist immer für zum Puressen, was wir gerade gemacht haben, oder mit Beilagen, die auch mittlere Intensität haben. Also wir haben jetzt hier ein Toastbrot. Ja. Ne? Wir haben hier eine Crème fraîche. Übrigens, diese Crème fraîche hat die englische Flagge oben drauf. Zeige ich auch nochmal, das stimmt. Und das ist so, dass wir haben hier in Deutschland... Brexit Crème fraîche. Aber erzähl.
hier in Deutschland haben wir Creme Fraiche, die in der Regel so um die 30% Fett hat. Ja. Und ungefähr nach nichts schmeckt. Also so ungefähr ganz neutral. So. Das ist eigentlich ein. Jetzt sehe ich gerade, wie viel Fett da drin ist. Das ist eigentlich ein Mittel, sage ich jetzt mal, um Sachen zu verfeinern, aber es hat eigentlich keinen Charakter. In Frankreich haben die Creme Fraiche, die guten Creme Fraiche, 40% Fett und schmecken immer so ein bisschen wie Frischkäse, so wie Philadelphia. Das ist schon sehr, sehr attraktiv. Also französische Creme Fraiche aus der Normandie ist attraktiv. Und Devon, wo der hier herkommt, ist eine Küstenlandschaft, wo Salzwiesen sind. Aha. Und diese Rinder, das sind Salzwiesenrinder, die machen eine ganz andere Milch als Festlandrinder. Und diese Devon-Creme Fraiche schmeckt deswegen immer so ein bisschen würziger als andere Creme Fraiche. Und, wir machen einfach mal auf dem Toast ein bisschen drauf. Kleinen Klecks Creme Fraiche. Klein, ja. Kleiner Klecks. Ganz kleine. Ich will auch mal kurz so vorher so pur probieren, um zu wissen, wovon ich hier rede. Und der nächste Schritt wäre dann eben. Oh ja. Mm. Geil, ne? Es ist so toll, wenn man. Voll gut. Wenn man, kräftig. Und wenn man jetzt. Also für Creme Fraiche. Ja, jetzt. Pass auf, jetzt ist ja der Trick. Pass auf, wir haben jetzt. Wir machen dasselbe, wie ich mache. Ja. Wir haben jetzt etwa genau ein Drittel Brot, ein Drittel Creme Fraiche, ein Drittel Kaviar. Guck mal, wie bewusst du das alles machst. Und wenn ist das man bei jetzt, mir auch so? Noch nicht. Wenn man jetzt das reinbeißt und kaut, dann hat man eine Rezeptur, weil was passiert jetzt ist ja, du müsstest, wenn alles richtig ist, müsstest du jetzt Brot, Creme Fraiche und Kaviar schmecken. Wenn jetzt das nicht funktionieren würde, wenn der Kaviar jetzt zu mild oder zu würzig wäre, würdest du nur Kaviar oder nur Creme Fraiche oder nur Brot schmecken. Und jetzt, das ist eben das Geheimnis der Rezeptur. Woher hast du die Liebe zu Lebensmitteln? Sag mal ehrlich, ist das ein Frühstück? Ist das ein Frühstück? Gib mal nochmal Creme Fraiche. Oh, ist das köstlich. Ja. Meine Güte. Genau. Oh. Und wir haben. Das schmeckt unfassbar lecker. Das mit diesem Alkoholfreien, das muss ich mir nochmal überlegen, ob das so richtig für uns ist. Aber lecker ist es auf jeden Fall auch. Jetzt pass auf, was ich eben gesagt habe: Trend und Megatrend. Ja. Wir haben jetzt also im Glas ein Getränk, was du, wenn du zum Beispiel, du bist schwanger, du bist Fahrer, du bist trockener Alkoholiker, du bist Gast in einer Runde und bist der Einzige, der keinen Alkohol trinken darf. Oder du bist in einer Runde, wo man sagt, wir wollten eigentlich hinterher noch irgendwas unternehmen und wollten da nicht rotzevoll hingehen. Ja. Gibt es jetzt keine Bestrafung mehr. Und ich zeige euch auch mal das trockene Pendant dagegen. Es wäre jetzt natürlich mal ein Riesling. Von wem ist der? Das ist Dr. Losen, ist Ernie Losen, ein großer Künstler vor dem Herrn. Kenne ich auch nur mit Alkohol, ich bin gespannt. Mit Alkohol, also der macht ja auch. Sag mal, halt die Flasche, ich zeig sie mal kurz in die Kamera, damit wir wissen, wie das aussieht. 100 Euro zum Beispiel. Also Dr. Losen ist jetzt kein Massenproduzent, sondern das ist eigentlich ein Premiumproduzent. Und der hat jetzt die Seele des Rieslings gesucht. Die Seele des Rieslings ist ja diese, sag ich mal, feine Säure, die aber einem beim Trinken immer das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ja. Deswegen ist Riesling auch so ein guter Speisenbegleiter und eigentlich die beste Weißweintraube der Welt. Und der hat jetzt versucht, diese feine Riesling-Säure ohne Alkohol und ohne Zucker vor allen Dingen, das ist 100% durchgegoren, also 4% Zucker. Das ist auch total lecker. Runter, niedriger. Kriegt man es nicht hin. Ohne Scheiß, das ist wirklich fein. Richtig gut, beides. Ja. Also ich bin da kein, ich habe auch schon andere Mal aus Versehen getrunken, aber das ist wirklich ohne Scheiß lecker. Das ist ein, auf der Terrasse sitzen und sich das in. Ja, und vor allem ist die soziale Ächtung so, ach, du trinkst nichts, ach, trink doch was. Ja, also genau. All diese Sätze kann man sich sparen damit. Und ich war gestern Abend in einem fantastischen Restaurant, und habe da wirklich sehr, sehr gut gegessen. Und an meinem Tisch saßen 5 Leute, mit denen ich noch nie vorher zu tun hatte. Die habe ich genau an diesem Abend in dem Restaurant, also den 6. kannte ich, der hat mich eingeladen und hat gesagt, ich bringe meine 5 Freunde mit und 2 Damen dabei. Und worüber unterhalten die sich? Über alkoholfreien Wein. Nicht wegen mir. Ne? Und dann habe ich gedacht, das Ding, das macht so jetzt so seine Runde, weil jetzt diese ganzen
Ne? Diese ganzen Fahrerprobleme und sowas, die werden dadurch absolut minimiert. Ne? Ja, und klar. Das war übrigens hier das Restaurant gestern. Ach, danke. Ach, das Beach House war es. Das Beach House. Und dann habe ich gestern im Beach House neben diesem Gespräch über alkoholfreien Wein, habe ich ein Tatar gegessen und auf dem Tatar war eine Belter-Knolle drauf. Und dann habe ich gedacht, boah, das war toll. Das war wirklich toll. Danke. Und habe dann eigentlich gedacht, ich weiß natürlich, was eine Belter-Knolle ist. Ich bringe mal eine mit und erzähl mal diese Geschichte der Belter-Knolle, weil die ist so lustig, die Geschichte. Ist das eine Trüffelart? Nee, das ist ein Käse. Ach, der ist erfunden worden. Beim Tatar ist. Ah. Der ist erfunden worden vor etwa 60 Jahren von einem Käseproduzenten in der Schweiz, in Belz. Oh, jetzt rieselt das hier schon runter. Und der hat, dem ist ein Stück Käse hinter den Schrank gefallen. Dann in die Wollmäuse rein, ja? Nee, der ist hinter den Schrank gefallen und nach Monaten hat er den Käse hinter seinem Schrank wiedergefunden. Und der war natürlich knallhart, der Käse. Und dann hat er gesagt, okay, den probiere ich mal. Mutig. Und dann konnte er den aber nicht schneiden und hat dann eben den Hobel genommen und hat dann wie der Trüffel die Knolle über das Essen getrüffelt. Und hatte dann gesagt, okay, gut, in Italien nimmt man Parmigiano Reggiano, der ist ja auch 48 Monate zum Teil gereift und sowas. Ne? Und hat den dann einfach nachgebaut. Das war also wirklich ein Unfall, der nachgebaut wurde. Und heute ist die Belter-Knolle mit einer der meistverkauften Käse der ganzen Schweiz. Ne? Ach, toll. Also, zwar nicht in der Schweiz selber. In der Schweiz selber kennt das jeder. Das weiß jedes Schulkind, was eine Belter-Knolle ist. Aber die exportieren Belter-Knolle in die Vereinigten Staaten. Asien, in Europa, überall hin. Willst du mal probieren? Ich möchte noch so ein Stück da oder das untere haben. Ich möchte was anderes probieren. Ja, war mir schon klar, was du probieren willst. Aber noch mal ganz kurz zurück auf meine Frage von vorhin. Wie bist du auf die Idee gekommen, dein Leben den Delikatessen zu widmen? Ja, das hat natürlich auf der einen Seite den Grund, dass ich gelernter Koch bin. Auch noch. Restaurantfachmann, alles Mögliche. Alles, ja, ich habe gesagt, ich habe 10 Jahre Gastronomie hinter mir. Davon übrigens auch 3 Jahre hier auf Sylt im La Bonne Auberge, was heute Fitschen am Dorf ist. Ah, ja. Oder früher Hinkus am Dorfteich. Und ich habe als Koch schon sehr, sehr früh festgestellt, dass man gute Sachen braucht, um gute Gerichte zu kochen. Mhm. Und die Suche nach guten Sachen ist für einen Koch nicht einfach. Also es ist so... Also auch für eine Hausfrau, dir jetzt schon, ne? Ja, ist auch für eine Hausfrau nicht einfach. Also eine Hausfrau oder ein Hausmann. Oder wie gesagt, ist egal. Wenn der eine gute Sache sucht, das ist nicht einfach in Deutschland zu finden. Also hier ist sehr viel, wird über den Preis gemacht. Mhm. Und sehr oft wird die Qualität dann hinten angestellt. Und mir ging das als Koch auch so. Für mich war das eine Offenbarung, als dann plötzlich die ersten Leute ihre Lebensmittel aus Frankreich importiert haben und Sushis und so verkauft haben. Und als ich dann irgendwann mal die Fronten gewechselt habe, also ich bin ja da irgendwann mal raus aus der Gastronomie und habe andere Sachen ausprobiert. Ich bin immer verliebt in die Gastronomie gewesen. Ich war immer gerne in Hotels, ich habe mich immer gerne in Restaurants rumgedrückt und ich fand auch die Backoffice, die Küchen und so, ich fand die Atmosphäre in der Gastronomie immer spannend und und habe dann gesagt, ich will wieder zurück, aber ich will nicht wieder in dem Service oder in der Küche arbeiten, sondern irgendwie möchte da anders tun. So bin ich dann eben auf die Idee gekommen, irgendwann mal auch Lebensmittel zu importieren, die qualitativ sehr hochwertig waren. Und damit habe ich eigentlich jetzt, ich will nicht sagen, offene Türen eingerannt, sondern ich habe auch mir meine Kundschaft erarbeiten müssen. Aber ich habe gemerkt, umso höher die Qualität ist, umso einfacher kommt man rein. Ne, also das ist eben was gesucht wurde vor 35 Jahren. Also, naja, und jetzt bist du ja auch mehrfacher Buchautor. Du hast die Trüffelbibel geschrieben, so wird sie allgemein genannt. Die steht gerade hier hinter uns. Ein Buch nur über Trüffel und Edelpilze. Ja, nur so ein paar Seiten. Ich habe das nur Trüffel und andere Edelpilze genannt, weil ich habe damals gedacht, als ich geschrieben habe, wenn ich nur Trüffel schreibe, habe ich einen sehr, sehr schmalen Kunden oder Interessenten. Ja. Wenn ich Trüffel und andere Edelpilze schreibe, dann kommen auch die ganzen Pilzsammler. Was sind denn Edelpilze? Ja, es ist eben, ich sag jetzt mal, es gibt ja so Champignons und Zuchtpilze und Steinpilze sind Edelpilze. Ah, deshalb koche ich so gerne mit Steinpilzen. Ja. So, nun ist mal reif, dann kann ich nämlich auch noch was sagen. Ich finde das so toll und was wir alle merken,
was du für ein Wissen hast. Ja. Wie toll ist. Also da wird nicht an der Oberfläche irgendwie rum, ja, das habe ich mir. Es ist wirklich ein gewachsenes Wissen. Gestern, du hast eben von dem Abendessen hier gesprochen, wir hatten noch die Gelegenheit, ein Glas Wein zu trinken. Du hast mir gesagt, du hast über 2500 Kochbücher. Ja. Wahnsinn, was ist das? Liest du die, sammelst du die? Ist das auch deine Freizeit, dass du guckst, wie hat man früher, was ist heute anders? Jetzt schreibst du selber auch Kochbücher, Trüffelbücher, was weiß ich nicht alles. Ich finde das sensationell, was du für einen Tiefgang hast. Also ich glaube ja nicht, dass man Kochbücher lesen kann. Da bin ich nicht ganz sicher, aber man kann Kochbücher immer zum Inspirieren nehmen. Mhm. Dann blättert es durch und ja, da findet man was und sagt, oh, das ist interessant, dann liest man das eine Rezept und sagt, oh, guck mal, wie der das macht. Das ist ja klug, ja, und sowas. Ja. Ne? Und ich glaube, dass die Haptik von Büchern auch eine andere Sinnlichkeit erzeugt als die Haptik von einem digitalen. Ja, ja, klar. Also klar, es gibt ja ganz viele Kochseiten im Internet, die man anklicken kann, wenn man was sucht. Aber das finde ich alles immer irgendwie unsexy. Unerotisch, ja. Wie gesagt, das ist immer so, ich habe immer das Gefühl, ich müsste das klicken. Ich habe keine Lust, mir das anzugucken, zu lesen. Und ja, ich so. Meine, Kochen hat ja auch was mit Muße zu tun und mit Wertschätzung und Achtung. Und man muss ja höllisch aufpassen teilweise, dass die Sachen auch gelingen. Also ich lese auch lieber Kochbücher, als digital zu machen. Weil wir es auf dem Tisch stehen haben, mache ich es einfach mal aus. Wäre ja schade drum, wenn wir nicht drüber reden. Ralf, was ist hier drin? Ja, es ist, wir haben ja... Wie gesagt, oh, ich weiß cool. was. Erzähl mal. Also, wir haben ja auf der ganzen Welt Trüffel. Oh, ne? Gott. Und, ist das so? Ja, auf der ganzen Welt. Okay. Trüffel. Und wir hatten in Deutschland tatsächlich bis ungefähr 1914 oder sowas ein kaiserliches Trüffelkorps. Die haben Trüffel gesucht und exportiert. Deutschland gehörte zu den trüffelexportierenden Ländern zum Ersten Weltkrieg. Und nach dem Krieg hatten die andere Sorgen als Trüffel und dann 1939 wurde dann der Trüffel unter Naturschutz gestellt und seitdem gibt es eigentlich keine deutschen Trüffel mehr. Und ich habe jetzt mal zwei deutsche Trüffel mitgebracht. Es ist jetzt nicht so, dass die qualitativ die besten Trüffel der Welt sind, die deutschen. Da gibt es bessere in Frankreich. Aber stehen die jetzt immer noch unter Naturschutz? Ja, oder? Man darf sie also nicht suchen und sammeln in der Natur, aber man darf sie auf dem eigenen Grundstück sammeln. Und man hat jetzt mittlerweile Möglichkeiten, Sachen zu machen, oder die Chancen zu erhöhen, dass Trüffel auf dem eigenen Grundstück wachsen. Könnte ich mir so ein Trüffelhochbeet zu Hause hinstellen? Nee, also man muss schon, ein Hochbeet würde wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die tiefwurzelnden Pflanzen Trüffelsymbiosen eingehen. Boah, das ist jetzt kompliziert. Okay. Aber man könnte, wenn man jetzt ein Stück Land übrig hat, man könnte eine Bodenprobe nehmen, man könnte die analysieren, wie viel Säure und wie viel basisch die Bodenprobe ist. Man könnte die angleichen mit ein bisschen Kalk, dass das passt. Und dann könnte man Trüffelsetzlinge, also Eichenbäume oder Haselnusssträucher setzen, die das Myzel des Trüffels in den Wurzeln haben. Und dann könnte Trüffel funktionieren. Ach so, muss kompliziert. Nicht. Spannend. Ja, das ist kompliziert. Und wie gesagt, es gibt jetzt schon 200 Trüffelfarmen in Deutschland, die das machen. Und sie sind noch zu klein, um die... ich zeig mal die Trüffel. Um die kommerziell zu nutzen. Aber hast du auch eine? Ich bin zumindest Gründungsmitglied des Artrüffel e.V., des größten Trüffelvereins Deutschlands. Und wir haben eine eigene Trüffeliere, wo man Trüffel eine Trüffeliere? Ja. Was es alles gibt. Ich muss nochmal, weil das ist interessant für alle. Ich lese das hier jetzt gerade. Trüffel bitte sofort nach Erhalt prüfen. Wie prüfe ich dich? Worauf achte ich? Ja. Ähnlich wie beim Kaviar. Erzähl es mir. Nimm den mal in die Hand. Ja. Ist der jetzt hart wie eine Haselnuss oder ist der weich wie ein Flummi? Oder wie hart. Ja, der ist hart. Genau. Fest. Genau. Ja, genau. Und jetzt ist da Schimmel dran? Nö. Gut. Nee. Jetzt ist erstmal so der. Gut, ich wollte nur einfach mal wissen, wie prüfe ich das, genau, ob das in Ordnung ist. Jetzt können wir natürlich noch den ultimativen Test machen. Ich habe mal so einen ganz leckeren Käse mitgebracht. Ich bitte. Ich habe da mal was mitgebracht. Das ist. Gehört tatsächlich zu einem meiner Lieblingskäse. Jetzt, ich gucke immer bei Käse immer auf das Mindesthaltbarkeitsdatum und versuche den immer dann zu essen, wenn das gerade kommt oder überschritten ist. Ich habe jetzt leider einen, der noch. Darf man das sagen? Ja, der noch 14 Tage haltbar ist. Also der wäre noch besser in 14 Tagen, aber ich habe leider keinen anderen mehr. Was ist denn das für ein Käse? Der heißt Brie Savarin und ist ein Weichkäse, ähnlich wie ein Camembert. Aber mit einer
viel schöneren Eleganz. Aber mir läuft schon wieder das Wasser zusammen. Warum reden wir eigentlich? Ja, so wir lassen es einfach nur essen. Ein ganz kleines Stückchen eben. Ein ganz kleines Stückchen oder minimal. Ja, winzige Stückchen. Und da könnte man dann zumindest mal so einen Hauch drüber überhoben. Ah. Oh, machen wir mal so einen Bügel, wenn das geht. Idee hinter diesem Käse, weil der hat einen charmanten, aber keinen penetranten Eigengeschmack. Und ah, wie schön. Danke, danke. Danke, danke. So. Mit Toast oder ohne Toast, ohne Chef? Toast, ohne. Wollen ja toll, ein danke. Ja. Ist ja kein Luxus hier. Ist auf dem Tisch. Sparsam sein. Und wie gesagt, das ist so ein Käse, der wird, wenn der jetzt noch 10 Tage reift, dann ist das, was hier so ein bisschen trocken ist in der Mitte, wird dann auch gliss. Und ich fange schon an. Der ist fantastisch. Und das ist eben, Ralf, was hältst du davon, wenn du hier bei uns im Beach House Talks ein Dauerabo ja, kriegst? Ja, wir können einfach. Lecker, ist das lecker? Das ist total lecker. Mhm. Mega lecker. Den muss ich mir leider aufschreiben. Kriegt man den denn so bei dir? Das wollte ich auch noch fragen. Einmal ganz kurz, das ist wichtig. Kann man bei dir nur bestellen, wenn man ein Gastronom ist wie ich, oder kann man da auch von zu Hause aus für sich einen Käse bestellen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten bis ungefähr 1995 haben wir nur B2B-Geschäfte gemacht mit Restaurants und Business, Hotels. Business, ja. Und dann waren aber viele Endverbraucher, die haben gefragt, wo kriege ich das? Und dann konnten wir immer sagen, nee, tut mir leid, bei uns nicht. Aber wir wissen auch nicht, wo. So, ja, ja, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt noch eine B2C-Sparte auf und haben dann... B2C heißt so Customer, genau, ganz normale Menschen, genau, Kunden. Diese B2C-Karte Sparte wird bei uns gepflegt. Also jeder, es kommt gerade was reingeflogen, Ralf, ich muss unterbrechen an dieser Stelle. Gott sei Dank. Der Expressdienst, Lieferdienst, war da, hier kommt noch dann, was. Dann muss er auch die Trüffel bringen, die da drin sind. Müsste doch einfach mit rein. Brauchst du mal die Mitte ein bisschen frei? Ja. Das brauchen wir ja alles nicht, das Öl und der sowas. Der Käse ist... Oh, wie schön ist das denn? Den darfst du leider nicht mit nach Hause nehmen wieder. Den darfst du auch gerne geschenkt haben. Oh, das ist total toll. Ich freue mich. Großartig. Ich muss jetzt aber zu dem Käse trotzdem ein kleines Stückchen Toast essen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Brot dazu esse, dann ist weniger Fett im Käse. Guck mal, wie das alles hier so... herrlich. Wird immer besser. Ja, jetzt wir haben... Und diesen Shot hier gerade gemacht mit den Austern, weil die habe ich hier hinschicken lassen, aber die waren unterwegs nicht verloren gegangen, sondern die haben einfach vertrödelt und dann sind ein bisschen Verspätung. Jetzt genau, wo kommen die her? Und zwar, es gibt an der Marenne einen kleinen Küstenstrich vor der Ile d'Oléron, das ist etwas südlich von Bordeaux. Und da gibt es eine Meerenge und diese Meerenge hat eine grüne Alge und diese grüne Alge schmeckt nach Gurke. Und diese Austern schmecken immer nach dem, was sie essen. Ja, deswegen sind diese sehr, sehr, haben ihr eigenes Aroma. Und es sind eben keine Fin de Clair, wie man sie in Deutschland isst, sondern es sind Spécial de Clair. Und Spécial de Clair bedeutet, dass die mit dem weit mehr als doppelten Aufwand gepflegt werden als Fin de Clair. Die werden also öfter geklärt, öfter trainiert. Trainieren ist also, wenn man sie rausnimmt, wieder reintut. Okay. Muskeln sich anschaut. Und sie haben, ich meine, was man alles weiß. Trainierte Austern. Trainierte Austern im Jugendcamp. Und diese Austern, die werden, also ich zeige jetzt mal eben in die Kamera, wie man Austern kriegt. Ja, sag mir das einmal. Ich bin überhaupt kein Austern-Fan, muss ich dazu sagen. Aber die müssen ja sowas Tolles sein. Ich probiere das jetzt. Probier das einfach. Und ich werde mich hoffentlich eines Besseren belehren lassen. Erstmal, erzähl mir, wie das geht. Erstmal, der Hauptfehler ist, niemals mit dem Mund an die Austernschale. Weil, wenn man hier vorne sieht, das ist relativ dünn. Das hat man ist scharf, so, ne? Ja, auch hat man oft so wie Sand oder so Splitterchen vom Öffnen auf dem Mund. Macht den Spaß kaputt. Immer das Wasser wegschütten. Okay. Niemals mittrinken, nicht also wie die meisten. Ja, die schlürfen alles, ja, genau, stimmt. Aber das sollte man nicht tun und ich mag jetzt auch nicht sagen, warum man das nicht tun sollte. Und Zitrone rauf ist gut? Nee. Ja. Zitrone ist immer nur dann gut, wenn die Auster alt ist. So, jetzt an die in die Backentasche tun, zwischen die Backenzähne und dann kauen. Und zwar nicht einmal kauen, sondern mindestens 10-mal, besser 20-mal. Weil, ich erkläre auch gleich wieso. Am Anfang
Es ist ein Geschmack. Eine Dschungelprüfung. Und am Ende, für mich ja, am Ende sind es zwei Geschmäcker, weil man hat süß und würzig. Richtig. Und erst wenn man süß und würzig miteinander mischt, wird da eine Delikatesse drauf. Und wenn man das so wie man das manchmal im Film sieht, so gulp, runterschluckt, dann ist das eine Show. Ja, vor die Säule sozusagen. Aber auf der anderen Seite eine schlechte Aussage, kannst du auch gar nicht anders. Nee. Weil du brauchst diese, du hast ja gesehen, wie fest die ist. Die hat ja eine Konsistenz wie so eine gekochte wie ein gekochtes Kalbsbries. Das ist ja jetzt kein Schleim oder Rotz oder so. Stimmt. Das ist ja eine Konsistenz dahinter. Und die brauchst du auch, wenn du sie kauen willst. Wenn du nur so ein. Also ich finde Austern ekelhaft, die so rotzig sind. Die so, okay. Und ich kann sowieso immer nur zwei essen. Jetzt sprichst du mir aus der Seele. Und das ist immer das, wenn man. Aber das ist. Ich habe mich darauf eingelassen, das ist wirklich köstlich. Das kann ich nicht anders sagen. Das wird immer noch nicht mein Essen des Jahres sein, aber es ist eine Delikatesse, kann man nicht anders sagen. Aber man ist wahrscheinlich auch von den falschen Sachen da irgendwie, die man mal gesehen, gerochen, gegessen hat. In eine Auster in dieser Qualität kostet beim Produzenten doppelt so viel wie eine Auster von einer normalen Qualität. Boah. Jetzt muss man immer überlegen, wie geht ein Deutscher an eine Auster dran? Also jetzt, wir reden jetzt mal von den 50er, 60er, 70er Jahren. Da haben die gesagt, also bei uns in Deutschland gibt es eigentlich keine Auster. Richtig. Also kaufen wir die in Holland oder in Frankreich oder wo auch immer. Und der Produzent hat gesagt, die Auster kostet, ich sage jetzt mal irgendeine Summe, kostet 50 Pfennig, dann ist die ganz klein. Oder eine Mark, dann ist die schon ordentlich groß. Oder zwei Mark, dann ist die genauso groß, schmeckt aber besser. Und dann hat der Deutsche gesagt, das billige Zeug, die kleinen, das brauchen wir nicht. Und die ganz teuren auch nicht, aber das in der Mitte, das ist bestimmt gut. Und dadurch hat sich das fast zu 100% durchgesetzt, dass es in Deutschland nur Fine de Claire sind. Das sind die, die damals eine Marke gekostet haben. Ja, ja. Und es gibt keine Spezial de Claire. Und Spezial ist also die teure Auster. Und die besten Spezial macht eine Firma Gillardot. Das ist nicht meine Ansicht, sondern das ist weltweit bekannt, dass sie die besten Auster machen. Die sind so gut, dass sie gefälscht werden. Und damit sie nicht gefälscht werden, ist auf jeder Gillardot-Auster ein G eingelesen. Ah, jede einzelne Auster, das kann man schlecht erkennen, aber es ist tatsächlich da. Ja. Und das ist natürlich deswegen gemacht worden, weil viele gesagt haben, so ein Pappkarton oder so eine Holzkiste Gillardot draufschreiben, ist ja einfach. Ja, ja, klar. Irgendwelche Austern rein. Deswegen hat die Familie Gillardot eben gesagt, wir machen ein eigenes Brand da auf die Auster drauf, dass man nicht fälschen kann. Ein guter Move. Und jetzt kommt der Moment, auf den ich eigentlich den ganzen Tag gewartet habe. Ihr habt noch jeder eine Auster. Was ist da jetzt noch? Das kommt danach. Ja, da müsste aber noch, da sind ja zwei Sorten Trüffel drin. Ich gehe mal eben gucken, ich bin gleich wieder da. Zweite Trüffelsorte. Nee, Ralf, das war's. Das war's? Ja, genau, was anderes ist nicht. Ich nehme noch bitte das letzte Stück da von dem Toast. Mit Belperknoll oder soll ich ab? Also wir haben gerade gesagt, du musst in deine nächste Auster 15 Gramm Kaviar reinmachen. Ich mache jetzt was anderes. Mach, was du willst. auf jeden Fall dieser Jean-Claude Bourgeois, der mit dem nächsten Harald Wohlfahrt hat vielleicht 80 Sterne gekocht. Ja. Also er ist mit Abstand der erfolgreichste Koch Deutschlands, ist Jean-Claude Bourgeois. Der hat in den späten 80er Jahren dieses Rezept erfunden. Er hat gesagt, also man nimmt eine Auster und genauso viel Kaviar in die Auster, wie das Gewicht. Also das, dann hat man die perfekte Rezeptur. Und das ist dann, ja, wie. Damals hat allerdings, muss man sagen, ein Kilo Kaviar. Perfekt. Ich glaube euch das, oder? Ja. Ich möchte deine Meinung hören. Also für mich ist der Endstand hier. Damals hat ein Kilo Kaviar 400 Mark gekostet. Köstlich. Das heißt also, diese 15 Gramm Kaviar haben jetzt in dem Sternrestaurant keine große Rolle gespielt. Ungefähr 20 Jahre später hat er dasselbe Rezept nochmal verbreitet, aber da waren nicht mehr 15 Gramm Kaviar in der Auster drin, sondern nur noch 5 Gramm Kaviar. Hm. Warum? Weil damals kostete das Kilo Kaviar, das war in der Zeit, wo er sehr teuer war, 2.500 Euro. Einen Gast nicht zumuten. Das ist nicht mehr vermittelbar, Nicht mehr vermittelbar, hat einfach das Rezept geändert. Und ich habe vor einigen Wochen mal mit ihm darüber geredet, dass ich gesagt habe, ganz früher hast du immer gesagt, halbe Hälfte Kaviar, Hälfte Auster und jetzt plötzlich ist das so wenig geworden.
Und sagt er, nee, er geht wieder zurück. Er macht wieder das alte Rezept jetzt, weil der Kaviar jetzt wieder so günstig ist. Ne? Ah. In der Aquakultur ist der Kaviar günstig geworden. Kostet jetzt kaufpreisbereinigt oder inflationsbereinigt weniger als vor 30 oder 40 Jahren. Und jetzt kann man eben diese wunderbare Rezeptur wieder nachmachen, ohne dass man direkt, sag ich mal, das Erbe der Eltern verplunzt oder irgend sowas. Ja, also wir haben jetzt gerade unser Erbe fast verplunzt, wenn du es uns nicht geschenkt hättest hier alles. Genau. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir müssen zum Ende kommen, aber wir werden noch weiter essen, bitte. Lass uns das aufessen, es wäre schade, wenn es verkommt. Ralf, wie toll, dass du hier warst, wie gerne höre ich dir zu. Ich glaube, ich spreche da auch für Ulla und ich hoffe auch für unsere Zuschauer. Ich finde das ganz toll und was du uns alles, wie du uns aufgeklärt hast, wie du unseren Horizont erweitert hast. Toll, dass du hier bist. Und danke für das köstliche Essen. Danke. Und dir nochmal danke für das köstliche Essen gestern Abend. Das war wirklich großartig. Ich danke dir. Das bestimmt noch sehr, sehr, sehr oft, häufig wiederholen, weil ich bin nämlich ganz oft auf Sylt. Na, dann sehen wir uns ja wieder. Vielen lieben Dank. Ralf Moos war heute unser Gast. Cheers. Bis bald. Tschüss.